Hallo Friends, Michael Buchinger hier. Liebe ist wie ein Puzzle, verdammt anstrengend. Hass dagegen ist wie das Glas Wein, das man sich gönnt, nachdem man das Puzzle in den Müll geschmissen hat. Absolut köstlich und gut für die Seele. Trotzdem trinke ich heute Espresso. Willkommen auf meiner Hassliste. Punkt 1 auf meiner Hassliste im September, das vegane Ultimatum. Letztens hat eine Person zu mir gesagt, Michael, du bist sehr nett, aber ich würde dich wirklich mehr mögen, wenn du vegan wärst. Und es hat mich so sehr aufgeregt, dass ich am liebsten einen Liter Tierblut trinken wollte. Man nennt es einen Witz. Vergiss, dass ich immer für dich da war, hinter dir stand, als alle wegen deines Vagina-Blitzes über dich lachten und schneller verschwinde als die mysteriöse Katze McCavity aus dem Musical Cats, wenn du in einem Club mit einem Typen rummachen möchtest. All das war umsonst, denn jetzt muss ich meinen Lebensstil ändern, um auf deiner Top-Freundesliste auf MySpace nicht von Platz 7 auf Platz 8 zu rutschen. Das ist keine Freundschaft, das ist ein taktisches Schachspiel und ich möchte gerne das Brett anziehen. Soweit ich mich erinnern kann, geht der Theme-Song für die Serie Friends nicht I'll be there for you as long as you're vegan. So geht er nicht. Ich würde es sogar noch verstehen, wenn du zum Beispiel sagst, Michael, ich würde dich mehr mögen, wenn du weniger Alkohol trinkst. Oder Michael, bitte hör auf, so viele Reality-Shows zu schauen und zwing uns nicht dazu, dich Kevin Kardashian zu nennen. All das ergibt für mich Sinn, aber die Tatsache, dass ich Torten bevorzuge, die nicht wie die Unterseite eines Fußes schmecken, habe ich noch nie als eines meiner negativen Attribute gesehen. Ich möchte nicht zu gemein sein, denn dieses Schiff ist vor 23 Jahren abgefahren, aber hey, wer sucht sich bitte seine Freunde nach Ernährungsstil aus? Es ist jetzt auch nicht unbedingt so, als würden sich die Leute darum reißen und hinten anstellen, um mit dir befreundet zu sein, besonders seit diesem Vagina-Blitzer, aber hey. Okay, stellen wir Bedingungen auf für unsere Freundschaft. Punkt 2 auf meiner Hassliste, Backbetrug. Ich hasse es, wenn Leute zum Beispiel Kekse backen und darin die Schokolade, aus welchem Grund auch immer, durch schwarze Bohnen ersetzen und dann präsentieren sie mir so die Kekse und haben immer so einen Blick im Gesicht, als würden sie mir jetzt K.O.-Tropfen unterjubeln, um mich dann nach Hause zu bringen und leichter verführen zu können. Newsflash, es ist sehr leicht, mich zu verführen. Es sei denn, du bietest mir schwarze Bohnenkekse an. Sie schauen dann so richtig frech rein. Na, Michael, fällt dir etwas auf? Ja, Nummer 1, dass ich eindeutig die falschen Freunde habe und Nummer 2, warum schmecken diese Kekse wie ein Ausflug nach Mexiko? Dann sagen sie fröhlich, es sind schwarze Bohnen statt Schokolade drin, man schmeckt doch gar nicht den Unterschied, oder? Doch, doch. Ich habe den Unterschied gesehen, geschmeckt, gefühlt und gerochen. Es war ein Betrug für alle Sinne. Und denkst du, ein Film namens Bridget Jones, schwarze Bohnen zum Frühstück, würde die Massen ins Kino locken? Sei nicht lächerlich. Oder aber Leute, die behaupten, dass pürierte Kichererbsen wie Cookie Dough schmecken. Nein! No, einfach absolut gar nicht. In welchem Universum lebst du? Man kann sich nicht einfach diese Dinge ausdenken. Oh, Buchdeckel schmecken wie Karamell. Die Innenseite einer Achsel schmeckt wie eine feurige Quesadilla. Guten Appetit, Sonja. Zwei können dieses Spiel spielen. Hier ein Auszug aus dem 500-seitigen Michael Buchinger Snack-Manifest. Iss Torten und Kekse nur einmal im Monat, drum verzichte auch nicht auf die wichtigste Zutat. Doch wenn du mir den Genuss an Süßspeisen verdirbst, ist die Freundschaft zu Ende und ich hoffe, du hast einen Unfall, den du jedoch überlebst. Das Licht könnte ein bisschen dünkler sein, bitte? Ich hab Zeit. Punkt 3, Social Media Angeber. Ich habe eine Idee für eine tolle Reality-Show. Man schickt 12 Blogger auf eine wunderschöne Insel. Sie machen jeden Tag Yoga, bekommen zum Frühstück eine pittoreske Acai-Bowl serviert. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich habe noch nie eine gegessen. Und es ist einfach ein traumhafter Urlaub. Doch der Haken, wer darüber bloggt, auf Snapchat oder Twitter darüber berichtet, muss die Insel verlassen. Bum bum bum. Moderiert von Sonja Zietlow und dem Sitcom-Schimpansen Charlie. Ein Drittel der Teilnehmer würde wahrscheinlich schon im Vorhinein ausscheiden und es gar nicht auf die Insel schaffen, da sie sich auf Snapchat beschweren würden. Oh, ich fliege in ein paar Tagen in den Urlaub und ich habe noch so viel zu tun. Ich muss jetzt Snapchat und Instagram-Stories gleichzeitig betreuen. Pschuh.
Hier bitte, liebes Fernsehen, ich schenke dir diese Idee für gratis, im Gegenzug für meine eigene Late-Night-Talkshow namens Mitternachtssnack mit Michael Buchinger. Da muss man klopfen. Ich muss zugeben, ich war in Vergangenheit in dieser Hinsicht ebenfalls nicht ganz unschuldig, aber ich bin draufgekommen, dass niemand einen Angeber mag. Und ich frage mich manchmal, ich weiß nicht, haben euch eure Eltern nach dem Gwyneth Paltrow Guide zum Leben erzogen? Denn so viel Prahlerei habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es gibt verschiedene Arten des Social Media Prahlens und Nummer 1 habe ich bereits erwähnt, den Humble Brag. Uch, ich fliege morgen in Urlaub und es passt mir gar nicht rein, weil ich so viel zu tun habe. Cry me a fucking river und ertränke dich darin, okay? Nummer 2. Ich kann es nicht fassen, dass das mein Leben ist. Ist es zu fassen? Ja, es ist absolut zu fassen und ich finde es ein bisschen beängstigend, dass du es scheinbar nicht fassen kannst. Was ist los mit dir? Du hast doch diesen Urlaub gebucht, sehe ich das richtig? Oder hast du diesen Urlaub in einem Überraschungsei gefunden? Manchmal fragen mich Leute, Michael, kannst du es fassen, dass das dein Leben ist? Und die Antwort ist immer, ja, natürlich kann ich es fassen. Ich habe 5 Jahre lang dafür gearbeitet. Das Einzige, was ich nicht fassen kann, ist, dass Leute so blöde Dinge sagen. Nummer 3, Hashtag blessed. Das verwenden die Leute sehr gern bei ihren Instagram-Fotos und ich denke mir so, na, wenn es einen Gott gibt, der wirklich Leute segnet, steht es sicher nicht ganz oben auf seiner Prioritätenliste, dir einen Urlaub auf Bora Bora zu schenken, aber schön, dass du in diesem Glauben bist, an irgendwas muss man glauben, um nicht völlig durchzudrehen. Genießt einfach euren Urlaub und verzichtet auf den Bullshit. Heilige Maria. Oh, zufällig war ich letztens mit der Heiligen Maria im Urlaub auf Bora Bora. Nummer 4 auf meiner Hassliste, wenn Leute selbstsicher Dinge verbreiten, die einfach nicht stimmen. Sicher denkt ihr, ich spreche über Norbert Hofer oder Donald Trump, doch das stimmt nicht. Ich bin in etwa so tiefgründig wie ein Buch aus der Feder von Daniela Katzenberger. Ich spreche über Leute, die mir Entertainment News erzählen, die so unglaublich klingen, dass ich das tun muss, was scheinbar niemand tut, bevor er Lügen verbreitet, recherchieren. Willkommen in der Michi Buchinger Show. How you doing? Hier die Top 3 Entertainment-Lügen, die ich in letzter Zeit gehört habe. Nummer 1. Es gibt eine neue Staffel Will & Grace. Nicht wahr. Es gibt einen 10-minütigen Sketch um die amerikanische Wahl. Die Schauspieler haben gesagt, sie würden sehr gerne mehr davon machen, aber es ist nichts geplant. Demnach eine Lüge. Keine neue Staffel. Sorry. Nummer 2. Ellen DeGeneres hat Findet Dory geschrieben. Ebenfalls eine Lüge. Ich mag Ellen zwar sehr gern, aber ich glaube, das Einzige, was sie in letzter Zeit selbst schreibt, sind ihre Schecks. Nummer 3 der Lügen, die ich gehört habe. Die neue Staffel Gilmore Girls hat 22 Folgen. Auch das ist absolut gelogen und lässt sich mit einer einfachen Google-Suche klären. Es kommen im November auf Netflix 4 neue Folgen Gilmore Girls in Spielfilmlänge, aber es sind nicht 22. Was ich daran hasse, ist... Also ich hasse dieses Licht in erster Linie. Was ich daran hasse, ist, dass das alles 3 Dinge sind, über die ich mich sehr freuen würde, aber sie stimmen einfach nicht und man muss dafür nur ein bisschen googeln und sich seine Infos von woanders holen als von der Rückseite einer Kartoffel. Letzter Punkt auf meiner Hassliste im September, wenn alle hinter dir her sind. Es gibt so Situationen im Leben, in denen kannst du einfach nicht gewinnen. Und nein, ich meine nicht beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spielen, wo ich grundsätzlich nie gewinne, eine Tatsache, die der Ansporn für die meisten meiner Rachepläne ist. Ich hatte letzte Woche so eine Woche, in der ich mich wie Amanda Knox gefühlt habe. Okay, ich bin nicht wunderschön und niemand hat mich des Mordes bezichtigt, aber es hat sich ein bisschen so angefühlt, als wäre an die Mailadressen all meiner Mitmenschen ein Newsletter rausgegangen mit dem Inhalt: Machen wir Michael das Leben schwer und schließen wir ihn aus. Haha, liebe Grüße, der Teufel höchstpersönlich. Viele Dinge sind schief und viele Leute mir auf die Nerven gegangen. Dann kam aber der Punkt, wo ich mir dachte, nicht mit mir. Ich rede über meine Probleme, anstatt sie zu verschweigen und ich habe Freunden davon erzählt, so hey, in letzter Zeit habe ich echt schwere Tage und es scheint mir so, als wäre jeder hinter mir her und aus irgendeinem Grund waren dann ein paar Stunden später auch diese Freunde, denen ich davon erzählt habe, sauer auf mich und ich dachte mir so, was ist los? Bin ich einfach in der gemeinsten Verstehen-Sie-Spaß-Folge aller Zeiten? Dann sind einfach noch so Kleinigkeiten dazugekommen,
dass mich das Wetter extrem genervt hat und dass es einige Mails gibt, auf die ich bis heute keine Antwort habe, denn hey, es ist immer wichtig, dass ich schnell und fristgerecht auf Dinge antworte, weil wenn ich irgendwas von jemandem brauche, scheißegal, bin im Urlaub bis 2017. Und diese Woche sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und all meine Mitmenschen lieben mich, genauso wie sie es sollten, aber letzte Woche habe ich mir einfach gedacht, es ist super, dass ich mich selbst mag und dass ich mein eigener bester Freund bin, denn in manchen Zeiten braucht man das. Und was in solchen Zeiten natürlich auch hilft, ist Hass. Man muss das Ganze irgendwo rauslassen und deswegen finde ich diese Hassliste besonders reinigend. Ich kann euch nur raten, egal ob es euch gut geht oder schlecht, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr in letzter Zeit so gehasst habt. Ich kann das wieder brauchen für mein Extra-Hass-Video, wo ich immer die Community zu Wort kommen lasse mit den Dingen, die sie in letzter Zeit gehasst hat. Ich habe hier eine klitzekleine Hass-Playliste für euch, die wahrscheinlich 3 Stunden dauert. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr euch all meine Hasslisten ansehen. Das macht Laune. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.